gut, dann machen wir jetzt aus dem Brioche-Tag Naioche-Schwender und ein paar Krampus. Unser Brioche-Tag ist ein ganz feiner Tag mit sehr viel Fett, Anteil, Weißbutter, Zucker, Eier, Hefe. Und das ist wirklich ein ganz ein schwerer, feiner Tag. Gut, dann werden wir das mal probieren. Die Krampus da. Da machen wir jetzt die Rotschwein drauf. Da machen wir das. Jetzt ist es ein bisschen. Das ist ein bisschen. Und das kommt so ein bisschen. Tut leider auch einige. Ja. Ganz sie. Rübel. Wir haben jetzt nur Augen aus Kirschen. Recht einfach. Da müssen nur drei Teiglinge dazu. Dann muss man auch ein bisschen Moslecher. Dann können wir noch die Wurm drauf. Super. Machen wir jetzt die Krampus. Das sind ein paar einfache Handgriffe, die man da macht. Also, und dann werden sie noch geschnitten. So Ansatz welche, wohin macht man? Viertel, oder? Ja, viertel.
dann kommt alles zu, kommt eine Dürrpflaume rein und das Auge wieder die Belegkirsche. Wichtig ist, dass man die Früchte über fest reindruckt. Dass man die Früchte fest reindruckt, sonst geht es beim Kochen dann raus. Die Übersteig haben ungefähr 200 Grad, 190 bis 200 Grad, so 10 bis 12. So schauen sie dann fertig aus.